Wie gut ist die Fiber Pomade von der Marke Statement? Das Produkt kommt mit einer sehr wertigen Verpackung in Schwarz-Gold. Die Verpackung ist super wertig. Kann man nicht anders sagen, es gibt leichten Punktabzug, wenn man das Vergleich setzt zu den anderen Statement-Produkten, ist das die Verpackung, die mir am wenigsten gefällt. Aber all in all trotzdem noch eine sehr, sehr geile Verpackung, auch mit dem Schriftzug hier oben auf der Kappe drauf. Sieht einfach sehr wertig und nice aus. Kommen wir zum Geruch. Der Geruch ist frisch, der Geruch ist männlich. Ihr könnt euch das vorstellen wie so ein frisches Duschdass, als wenn ihr gerade frisch vom Barber kommt, aber gleichzeitig auch etwas künstlich. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 60% der Inhaltsstoffe sind gut, 40% leider nicht ganz so nice. Kommen wir zum Claim des Produktes. Es wird geworben mit einer modellierbaren Textur, mit einer formbaren Formulierung, die faserig ist, mit einem guten Halt, mit einem halbmatten Finish und das Produkt soll sich sehr leicht aus den Haaren herauswaschen lassen. Ob das wirklich hier drin ist, das checken wir jetzt mal aus. Meine Vorhaarfrisur sieht aktuell wie folgt aus. Meine Haare sind heute Morgen gewaschen worden und jetzt in einem komplett trockenen Zustand, ohne dass irgendein Produkt in meinen Haaren drin ist. Weiter geht's mit der Konsistenz des Produktes. Erstmal sehr interessant, wie das Produkt aussieht. Das Produkt ist goldig, weich, cremig und tatsächlich auch sehr faserig. Genauso wie man sich so eine Fiberpaste bzw. so eine Fiberpomade vorstellt, heißt, da haben sie auf jeden Fall voll ins Goldene getroffen. Das Auftragen geht dementsprechend auch super easy von der Hand. Diese wasserbasierte Pomade lässt sich wirklich kinderleicht in den Händen verteilen. Kommen wir zum Styling. Ich habe das Produkt, wie vom Hersteller empfohlen, in meine trockene Haare eingearbeitet und habe dazu auch noch einen groben Kamm genommen, um zum einen das Produkt komplett überall in meine Haare zu verteilen und zum anderen, um meine Haare auch schon ein wenig zu texturieren. Dann habe ich einen feinen Kamm dazu genommen, um meine Seiten ein bisschen zu ordnen und dann anschließend meine Finger, um das Produkt dementsprechend passend in meinen Haaren zu verteilen, als auch das Feintuning zu machen. Ich muss sagen, ich bin mit dem Styling nicht ganz so gut klargekommen, weil ich halt sehr dicke und sehr widerspenstige Haare habe und vom Halt her, das Produkt hat mir nicht so viel Halt gegeben. Dementsprechend habe ich dann an dieser Stelle auch noch ein bisschen mit Haarspray nachgeholfen, um meine Haare zu fixieren. Kommt zum Halt. Es wird dann einen starken Halt geworben und ich habe gerade schon gesagt, ich habe Haarspray mit dazu genommen, um meine Haare zu fixieren. Heißt, damit gehe ich gar nicht d'accord, sondern wir haben hier einen maximal leichten bis mittelmäßigen Halt. Kommen wir zum Finish. Es wird geworben mit einem halb matten Finish. Ich würde eher sagen, eher halb glänzend. Das trifft es doch eher und das wird dem Kunden auch suggerieren, wie es am Ende des Tages aussieht. Denn für mich ist das eher so ein mittelmäßiges, glänzendes Finish. Wie sieht es mit der Austauschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Bei der Austauschbarkeit muss ich sagen, das Produkt lässt sich wirklich hervorragend auch nur mit Wasser aus den Haaren herauswaschen. Da braucht ihr noch nicht mal ein Shampoo. Und kommen wir zum Preis. Ihr bekommt 100 Gramm bzw. 100 Milliliter von der Fiber Pomade für 25 Euro. Und ich muss sagen, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, sind wir hier ganz gut unterwegs. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Das Produktversprechen konnte in puncto Halt auf jeden Fall nicht eingehalten werden. Was aber nicht heißen soll, dass dieses Produkt schlecht ist. Das Produkt ist zum Beispiel für Leute geeignet, die ihre Haare aktuell immer noch mit Gel stylen und einfach eine Alternative suchen, denn das ist tatsächlich eine sehr gute Alternative zu Gel. Ich würde dieses Produkt nur Leuten empfehlen, die feine bis normale Haare haben, einen mittelmäßigen Halt wünschen und einen mittelmäßigen Glanz im Finish haben wollen. Totale Punktzahl. Die Fiber Pomade von Statement erhält all in all 36,5 von möglichen 50 Punkten. Den Link zum Produkt findet ihr logischerweise wie immer unten in der Infobox und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarestylen.